Hallo und herzlich willkommen zurück zu Video Nummer 7. Weiterhin mit dem Karriereagenten beschäftigt, der den Bereich Erkundung so ein bisschen vorstellt. Und da das beim letzten Mal etwas länger war, das Video, wird dieses etwas kürzer. Nicht, weil ich die Zeit nicht hätte, sondern weil wir im Großen und Ganzen das Gleiche machen wie beim letzten Mal. Nur diesmal mit einem Reliktgebiet oder, wie man in Eve sagt, mit einer Relic-Zeit. Ich würde sagen, wir starten direkt. Doppelklick auf den Karriereagenten. Hier steht jetzt auch schon die Aufgabe, Mission 4 von 5, Scannen von Reliktgebieten. Wir bekommen wieder die Information, dass es natürlich um ein Reliktgebiet geht. Es ergeht hier nochmal der Hinweis, dass wir den Reliktanalysator brauchen. Und hier auch nochmal der Hinweis, dies hier ist ein Trainingsgebiet und vollkommen sicher. Hackversuche, die in anderen Gebieten fehlschlagen, können Ihnen den Container kosten und zu Schäden am Schiff führen. Das hat man eben in ähnlicher Form auch. Die Belohnung 114.000 ISK und die Bonusbelohnung, wenn wir es innerhalb von 6 Stunden schaffen, dann 105.000 ISK. Ja, unser Schiff ist weitestgehend ausgerüstet. Wir haben ja den Reliktanalysator beim letzten Mal schon direkt mit draufgebaut. Wir akzeptieren die Mission, schließen das Fenster und docken ab, um unser Reliktgebiet zu suchen. Ihr habt beim letzten Mal schon gesehen, dass mit dem Scannen geht hier in dem Trainingsgebiet, im System, wo die Trainingsgebiete sind, Hata Ogago relativ zügig. Und jetzt leckt es ein bisschen, warum auch immer. Jetzt läuft wieder flüssig. So, wir stoppen das Schiff. Was wir jetzt machen müssen, ist, wir müssen den Werfer für die Sonden nochmal eben neu laden. Das können wir machen, indem wir das Ausrüstungsfenster nochmal öffnen. Hier im Frachtraum die Sonden rausziehen und in den Werfer laden. Jetzt brauchen wir wieder das berühmte Scannerfenster zu öffnen mit Alt-P. Und jetzt haben wir hier wieder die kosmischen Signaturen. Das ist von dem letzten Video her noch nach Entfernung sortiert. Und ich würde jetzt wieder mit dem nächstgelegenen anfangen. Ein bisschen reinscrollen. Was ich beim letzten Mal so ein bisschen übergangen habe, es gibt noch die Möglichkeit, die Sonden nicht nur in enger Formation zu starten, sondern sie auch in breiter Formation zu starten oder die Formation, die man vielleicht selbst festgelegt hat, zu... Okay, da ist jetzt ein Gebiet verschwunden, also nehmen wir das nächste. Konnte man gerade gut sehen. Oder die Formation, die man selbst festgelegt hat, für die Sonden zu speichern, das geht auch. Wir starten aber in enger Formation. Alles gut. Und wir starten auch jetzt wieder mit dem Auskennen des Gebietes. Sieht gut aus, so wie beim letzten Mal immer schön in diesen roten kleinen Kreis unterbringen und dann analysieren wir mal, was wir so finden. Und hier haben wir schon ein Reliktgebiet gefunden. Das heißt, wir ziehen jetzt mit der Maus, zumindest wie gesagt, so mache ich es immer, wieder runter, schieben den Würfel wieder ganz exakt in diesen Kreis. Jetzt heben wir den Kreis bzw. das Bild wieder und ziehen es wieder ein bisschen runter. Das sieht soweit gut aus. Das ist hier auch nicht so die Riesenherausforderung. Also wenn das jetzt hier nicht so ganz exakt in dem Kreis ist, wird das dem Ergebnis wahrscheinlich keinen Abbruch tun. So, wieder umschalten auf 16 AE, die nächste Stufe runter und ausscannen. Was haben wir denn hier noch schönes? Gasgebiete, ja gut, die brauchen wir natürlich gleich auch noch. Das ist die letzte Mission, das Gasgebiet zu finden. Na, noch reicht es nicht ganz.
Das heißt, wir müssen noch mal ein bisschen nachjustieren. Doch, das sieht aber so auch gut aus. Jetzt ein bisschen rausscrollen, drehen. Ein bisschen reinscrollen. Hier können wir noch ein bisschen höher auf jeden Fall, damit er so wirklich richtig mittig im Kreis ist. Das sieht gut aus. Und los. Bin ich mal gespannt, aber bei 70%, das sollte jetzt klappen. Ich habe im letzten Video schon gesagt, also 100% brauchen wir. Ah! Wollte er wohl doch noch nicht so ganz. Gut. Ach, ich weiß auch warum. Also das ist natürlich selten dämlich, wenn man das vergisst. Das war schon alles richtig, was ich gemacht habe. Nur ich habe vergessen, im dritten Scan-Durchlauf hier auf 8AE runterzuschalten. Das passiert mir tatsächlich des Öfteren mal, dass ich das vergesse und mich wundere, warum ich in meinem Scan-Ergebnis letztendlich nicht vorankomme und wir bei 70-71% hängen geblieben sind. Ihr seht übrigens hier auch das Schwierigkeitslevel, Level 1. Ja, und da haben wir unser Reliktgebiet schon. Er hat gleich sogar zwei ausgescannt, das nebendran hat er direkt mitgescannt. Gut, gut. So, wir packen unsere Sonden ein, rechtsklicken, warpen innerhalb von 10 Kilometern und los geht's. Tüdüm, tüdüm. Sie befinden sich nun innerhalb des Relikt-Trainingsgebietes. Vor sich müssten Sie einen Trainingscontainer... Oh Gott. Einen Trainingscontainer erkennen können, um an den Inhalt zu kommen, müssen Sie einen Civilian Relikt Analyzer einsetzen. Wenn Sie die Container erreichen, werde ich Ihnen weitere Informationen darüber geben, was Sie hier normalerweise finden würden. Sie müssen sich die Proof of Discovery Dokumente holen, um die Mission vollständig abzuschließen. Ja, also genau so wie eben. Klar. 28 Kilometer. Hui. Ja, dann fliegen wir mal los. Das kann einen Moment dauern. Wir können übrigens auch sagen, annähern oder in Reichweite halten auf, na, wir sagen jetzt mal 2500. Wir brauchen für den Relikt Analyzer, für das Reliktmodul brauchen wir sowieso 5000. Also wenn wir 2500 ranfliegen, dann können wir die Kiste auch direkt öffnen. Wenn wir sie denn gehackt haben, dann passt das schon. Das dauert jetzt einen kleinen Augenblick. Wir haben natürlich auch keinen Nachbrenner dabei, natürlich nicht, damit es ein bisschen schneller geht. Aber gut, so ist das halt manchmal. Ja, nächstes Video noch mit den Gasgebieten und dann... Ah, hier kriegen wir schon wieder Info. Das ist der Relikt-Container. Um den her zu bekommen, müssen Sie den zivieren und so weiter. Normalerweise können Sie häufig einen Haufen nützlicher Materialien finden, von denen sich die meisten bei genauer Untersuchung als Teil eines Produktionsprozesses erweisen, bei dem spezielle Ausrüstungsgegenstände hergestellt werden. Sowohl die Skillbücher, die Sie für die Herstellung derartiger Ausrüstung bräuchten, als auch die Rohstoffe und Blueprints findet man gewöhnlich an diesen Orten. Für Hersteller von Ausrüstungsgegenständen sind Reliktgebiete daher von ausgesprochen großem Wert. Jo. Oder für Menschen, die einfach sich darauf spezialisieren, für Charaktere, die sich darauf meinen. Boah, Leute, heute ist der Wurm drin. Die sich darauf spezialisiert haben, solche Gebiete zu hacken und auszuräumen und das dann zu verkaufen. So, wir sind noch nicht nah genug dran. Wir müssen noch einen Tick näher dran. Weil bei 2.6 können wir die Kiste nicht öffnen. So. Aufschalten. Den Analyzer starten. Und jetzt ist das im Endeffekt so wie eben. Auch hier haben wir wieder diese Virenkohärenz und sollten jetzt durch das Anklicken der kleinen Punkte, das habe ich glaube ich im letzten Video nicht so schön erklärt, ist mir mal aufgefallen. Also wenn man hier reinklickt, kommt eine Zahl und hier steht jetzt 4. Das heißt also, unser Ziel ist jetzt relativ, also bei 5 ist es noch sehr weit weg. Mit 4 kommen wir der ganzen Sache schon näher. Jetzt sind wir schon bei 3. Das heißt, wir klicken jetzt mal hier bei 2.
Jetzt sind wir schon bei 1. Und jetzt haben wir wieder eine Firewall gefunden. Was nicht unbedingt... Ach nein, das ist der Systemkern. Ach, guck, siehst du, schon nicht richtig geguckt. Also diesmal haben wir nicht mal eine Firewall gefunden. Beim letzten Mal sind wir ja noch auf eine Firewall gestoßen. Aber also anhand dieser Zahlen sieht man, wie nah ist man dran, wo man hin möchte. Und ja, wir greifen das jetzt so wie beim letzten Mal mit Linksklick greifen wir jetzt an. Jetzt haben wir einmal Schaden bekommen. Das heißt, unsere Virenkohärenz ist auf 15 gesunken. Und jetzt sind wir schon drin. Jetzt können wir den Container auch öffnen. Und hier haben wir unser Objekt der Begierde. Einpacken. Hier kommt schon wieder die Meldung, wir können andocken. Und damit ist die Mission auch schon wieder vorbei. Das heißt, wir klicken jetzt auch auf andocken und sehen mal zu, dass wir hier wegkommen. Wenn das Ganze dann tatsächlich passiert in so ein paar anderen Bereichen und wie gesagt damit, also das ist jetzt das, das haben wir jetzt, was ich gesagt, 4 von 5, ne? Nächste Mission noch und danach mache ich definitiv ein Video, was die ganze Geschichte, habe ich ja im letzten Video schon gesagt, nochmal etwas deutlicher klarstellt und auch nochmal darstellt, was Erkundung eigentlich in EVE wirklich ist. Das ist hier halt wirklich nicht gut dargestellt und von daher... Ja, kommen wir da im nächsten Video zu. So, wir sind in der Station. Gespräch beginnen. Mission abschließen. ISK einsacken. Und damit ist das Video für heute auch schon durch. Bedanke mich wieder für eure Aufmerksamkeit, für euer zahlreiches Zuschauen und freue mich auf das nächste, vor allen Dingen auch auf das übernächste Video. Und bis dahin eine gute Zeit und fly safe.